So. Hallo und herzlich willkommen zurück. Geht weiter. Wir stehen geblieben, müsste ja bald wieder der Honk mit der Dings kommen. Warte mal, ab wann ist denn der nächste Baseballschläger überhaupt? Level 12, der kostet 2000. Level 20, Level 32 und 52, Alter. Aber wir sparen jetzt schon zusammen Level 18. Wir müssen jetzt Geld zusammen sparen für die Erweiterung und alles. Weil die müssen wir ja auch noch einplanen, aber jetzt wollte ich eigentlich erstmal Level 10 werden, aber irgendwie kriegt man sehr wenig Zeug, weil ich das den Counter noch nicht habe. Mit 10%. So. Meinen Jungs wohl nicht oder sowas? Okay, passiert nichts. Riesen. Stand man so lange draußen rum? So. Ah, kommt da schon ein kleiner Wurzelzwerg hier, du. So, 339, 410 brauchen wir. Haben wir das in diesem Part schaffen? Ich hab keine Ahnung. Ach, wir haben nichts mehr. Level 11 erst. 18. Sind aber 5 Minuten, 9 Gramm sind 1,30, 2 Minuten sind 8 Gramm. Ja, bleiben wir lieber bei die. So. Ich komme ja schon hier. Und rennt da weg. So. Okay. Hey, alter Mann. Naja, mach mal draußen einen auf Bruce Lee. Den komischen Arme. Der im Video auch so eine komischen Arme? Warte mal. Ja. Hä? Was ist denn hier los? Sie hat ganz normal Arme, ja nicht? Entschuldigung. Verdammt, ich hab's nicht rausgeschnitten.
Das heißt, jetzt können wir warten auf Kunden. Das ist der Wartesimulator. So. Nicht der richtige. Ah, sie geht weiter. Das war leider nicht der richtige Joint. Wenn es der richtige ist, dann geben die einem noch ein bisschen Geld. 27 da. Entschuldigung, für ein Joint. 27 Dollar für ein Joint. Die sind ja witzig. So, endlich. Star Wars noch zweimal aufnehmen. Bitte sehr. Na komm rein. Fetti McGurn. So, 358. 410 brauchen wir. Was wo? Hä? Wo denn? Da hinten. Da können wir die erstmal ernten. So. Ich hab das echt nicht gesehen, wo das ist. Wurde mir jetzt nicht angezeigt, Alter. Das ist doch. Was? Hier? Mach hier nicht so einen Ausstand. Die nächste, okay. So, wie gesagt, man kann auch später noch Leute einstellen, die verkaufen und gießen. Promo, hier, die verkauft. Die Blister Level 12, 22, 32. Das ist der Höhe, die Level 10, 20, 29. Und das ist der höchste hier. Der verprügelt auch die Leute von die Bankräuber da, die der da mal reingeschossen hat. Brülle die bis raus, bis sie nicht mehr wollen. Bitte. Und die anderen Security-Leute da, die ganze Tonne treten. Und Haufen Kohle. Bis jetzt noch. Da.
Die Tür, Alter. So. Das waren, glaube ich, schon die letzten drei Pflanzen. Kann das sein? Ja. 1, 2, 3. Sind auch über 2000. Sehr schön. Boah, Junge. Bleib doch nicht hängen. Aber sehr viel Vielfalt an Charakteren haben die ja auch nicht in Witcher 3. So wie ich da gesehen habe. Ja, das ist ein bisschen abgeranzter. Man muss sich von unten nach oben hocharbeiten, wie es eigentlich normal ist. Weil hier hast du ja den komischen Raum hier gleich und kannst ja gleich hier rumbuseln. In Witcher 3 hast du auch einen Raum, aber der sieht ein bisschen abgeranzter aus als wie der hier. Weil der ist ja noch einigermaßen frisch und jung. Wie ihr seht. Aber Witcher 3 soll zwar interessanter sein, aber machst ja auch bloß dasselbe wie hier. Und du hast bloß ein Stück von der Stadt. Mit Job 3, hier hast du ja bloß den Strandabschnitt hier. Der viel weiter kommt für Mit Job 3 auch nicht. So weit wie sie sehen, aber bei manchen Streamern und die dann den Nerv aufgehört haben, das zu zocken. Anders ist ich interessanter, aber. Ah, ihr wisst schon. Das ist ja genauso wie ein Drug-Dealer bei Witcher 3. Nach einem bestimmten Punkt ist ja vorbei, ist ja dann nichts mehr. Dann hast du jetzt entweder Balena oder Kelsey und danach machst du dann einfach nur dasselbe. Bringst dein Geld auf dem Konto, kaufst dir davon irgendwas. Aber das kannst du denn deine Verstecke einrichten. Und wenn das vorbei ist, was machst du dann? Dann machst du auch nur Blödsinn da. Kannst du nicht, gibt ja auch keine neuen Verstecke. Ich hätte mir gewünscht, vielleicht mal eine dicke Villa zum Schluss zu haben, aber tja. Oder ein Bauunternehmen, wo du dein Geld investieren kannst, was du dann auch verlieren kannst, wenn die Polizei Razzia machen wird in dem Baugeschäft. Weil sie denken, das ist illegales Geld. Ja, das könnte alles sein, Montrag-Dealer, aber ihr kriegt es ja nicht geschissen, sowas. Multiplayer verstehe ich, dass das ein Einzelspieler sein soll, aber Multiplayer wäre so fett, Alter. Da würde ich mit One Man to Walls die größte Gang aller Zeiten gründen. Eine Gang gründen, eine eigene Gang wäre auch nicht schlecht, Alter. Jungs und Mädels von Drug-Dealer, ich habe so viele Ideen, wir haben so viele Ideen, aber ihr hört nicht auf uns, ihr müsst auch mal auf uns hören und mal abwägen, was jetzt wichtiger ist, Spielwert, also dass die Leute Spaß haben oder Kohle scheffeln für das Spiel. Oh, wir haben's. Alter, ich will bloß noch Level 10 werden, ja. Kommt schon, Leute. Kommt schon. Da hat 90. 12 Punkte noch. Kommt. Schaff mal.
Und dann schön die Gang ein Clubhaus gründen. Das Clubhaus irgendwie ausbauen mit dem verdienten Geld. Renovieren, einrichten, was weiß ich, wie man schon mit dem Versteck gemacht, aber geht ja auch nicht geschissen, irgendwas zu machen. Oder mal eine Bank einbauen, dass man in eine Bank gehen kann und nicht immer bloß hört, hier neue Währungen, neue Zahlungsmittel sind verfügbar, was? Check mal deine Bank aus, schönen Dank, was für Bank? Du musst doch mal einbauen, dass man irgendwie in eine Bank gehen kann. Aber nein, man kann nichts machen. So, 10 Punkte bauen wir noch, kommt. Schwör da hinten. So. Noch 5 Punkte, kommt. Das schauen wir noch, bevor der Part zu Ende ist. Komm, komm, komm. Okay, nur 2 Punkte. Frei ist er ja. Komm, der nächste Kunde entscheidet jetzt. Danach ist Feierabend. Schade, dass man fürs Gießen keine Punkte kriegt. Du ja schon wieder. Schluss jetzt hier. So, jetzt aber. Cash, 910 Cash, okay. Cash your Doodle. Okay, dann gleich mal auf hier. So Leute, das war's für diesen Part. Ich wünsche euch noch was. Haut rein und tschüss.